Der Berliner Senat und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur planen den Weiterbau der Stadtautobahn 100 vom Triplauer Park bis zur Storkower Straße als 17 Bauabschnitt. Genau dieser Bauabschnitt erscheint im Entwurf zum Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht als selbstständiges Projekt, sondern wurde mit dem im Bau befindlichen 16. Abschnitt vom Autobahndreieck Neukölln bis am Triplauer Park zu einem Projekt zusammengefasst. Damit wird das Gesamtprojekt als fest disponiert und in Bau eingestuft. Wer es nicht glaubt, wir haben einen Screenshot ausgedruckt von der Webseite. Bei der Planfeststellung des prächtigen Bauabschnittes von Neukölln bis zum Triplauer Park wurde betont, dass er eine eigenständige Verkehrsfunktion auch ohne Weiterbau bis zur Storkower Straße hat. Der 17. Bauabschnitt wurde als im Bau befindlich ausgewiesen, obwohl es noch keinen Planfeststellungsbeschluss gibt. Somit sind die bei einer Planung auftauchenden Konflikte noch nicht gelöst. Es wurde auf eine naturschutzfachliche Untersuchung verzichtet und auf das Planfeststellungsverfahren verwiesen, in dessen Rahmen die Konflikte gelöst würden. Damit wird jedoch übersehen, dass der Prüfrahmen der strategischen Umweltprüfung weiter ist und auch konzeptionelle Alternativen und verkehrsträgerübergreifende Alternativen einschließt. So werden Beteiligungsrechte der Umweltverbände und der Bürgerinnen und Bürger ausgehebelt. Dass dieses Projekt der Autobahn ein Projekt aus dem vergangenen Jahrhundert ist, eine Planung, die uralt ist und nie modernen Erfordernissen angepasst wurde. Auch die Tatsache, dass fast 20 Jahre lang, es ist ja das Datum genannt worden, keinerlei neue Überprüfung, keinerlei neue Bewertung vorgenommen wurde, zeigt ja, wie verantwortungslos dieses Projekt vorangetrieben werden soll. Interessant ist nochmal, das möchte ich ganz kurz anmerken, dass der Bundesrechnungshof, der ja ein sehr hohes Ansehen hat, manchmal denke ich höher als das Bundesverfassungsgericht, sich ja mit dem Bundesverkehrswegeplan auch in einer ersten Phase schon auseinandergesetzt hat und sehr deutlich gesagt hat, vieles, was hier vorgelegt wurde, ist nicht plausibel. Da finden Sie auch die Auflistung Kosten-Nutzen-Verhältnis für die A100 und da werden Sie sehen, dass vor allen Dingen die Zeitersparnis den angeblichen Nutzen dieser Autobahn darstellt, diesen hohen Nutzen. Aber wenn man den Zeitvorteil dreimal berechnet, wird er auch nicht besser. Aber vom Nutzen-Kosten-Verhältnis ist es eben so. Und das Problem ist auch am Ende der Autobahn, wenn man da im Stau steht, diese Zeit, die man da vertrödelt, schlägt sich da beim Kosten-Nutzen-Verhältnis eben nicht wieder. Letzte nochmal zu den Kosten. Wird ja gerne gesagt, ja, wir kriegen ja hier hunderte von Millionen vom Bund geschenkt und diese Sachen, die wir hier verbauen können, die können wir ganz einfach nicht ablehnen. Deswegen müssen wir sozusagen diese Maßnahmen auch annehmen. Aktuell ist es in der Bewertung mit 530 Millionen dieser Abschnitt. Planungskosten, Verwaltung, Bauüberwachung, Kosten sind im Schnitt, sagen wir mal so zwischen 10% und 19% der Bausumme. Das wären bei 530 Millionen 353 Millionen und plus, also 10% der 53 Millionen. Diese Kosten trägt das Land Berlin. Also diese Sache wird überhaupt nicht kostenneutral für das Land Berlin. Mit diesen zig Millionen kann man im Verkehr eine ganze Menge machen, ob Straßenbahn, ob Radverkehr und dergleichen. Dieser Abschnitt, 17. Bauabschnitt der A100, wird mit Abstand der teuerste Autobahnabschnitt in Deutschland bleiben. Also sagen wir mal, die 531 Millionen wurden schon angedeutet. Wir haben hier bautechnisch mit das Schwierigste, also man kann es auch, weil hier mal ganz andere bautechnische Herausforderungen. Das muss zunächst über die Spree gehen, dann runter Bahnhofstraße, Doppelstocktunnel etc. Deshalb ist jetzt schon absehbar und deshalb spricht ja auch der Senator Andreas Geisel von Kosten bis zu 1 Milliarde Euro, die man jetzt schon absehen kann dafür. Das muss man auch ganz klar sagen, das Ziel eigentlich aller Parteien, CDU hat sich nicht ganz so klar positioniert, ist eigentlich, dass Autos aus Berlin möglichst rausgehalten werden, dass man auch in der wachsenden Stadt einfach sagen muss, ja, wachsende Stadt geht nur mit deutlich weniger Autos. Also mehr Menschen,
und dann noch mehr Autos, passt schon mal gar nicht mehr. Und deshalb ist natürlich auch verkehrspolitisch das komplett falsche Signal, was hier mit dem Weiterbau der A100 gesetzt wird. Ich habe nur eine andere Verständnisfrage. Die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan heißt ja nicht, dass gebaut wird, auch wenn die zwei Wörter im Bau jetzt drinstehen. Das Problem ist, dass offiziell der 16. Bauabschnitt besprochen wurde und hier sollte der 17. Bauabschnitt entstehen. Und jetzt wurde einfach eine Umdeutung beschlossen vom Bundesverkehrsminister, der sagt, ach, das ist doch alles schon im Bau. 17 gibt es eigentlich gar nicht, das ist alles eins. Und darum wird auch die Beteiligung, die Bürgerbeteiligung quasi verhindert. Und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.